Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Bildung auf die Ohren, dem Podcast des Deutschen Bildungsservers. Heute befassen wir uns mit der Rolle des pädagogischen Personals im Zuge der Digitalisierung. Als Interviewpartnerin spreche ich mit Iris Nieding vom Institut Arbeit und Qualifikation der Universität Duisburg-Essen, die aktuelle Befunde zur Digitalisierung in der frühen Bildung in einer gerade erschienenen systematischen Literaturübersicht des BMBF-Metavorhabens Digitalisierung im Bildungsbereich zusammengefasst hat. Hallo Frau Nieding, welche Maßnahmen umfasst denn die Digitalisierung in der frühen Bildung? Ja, von mir aus auch erstmal hallo und schön, dass ich da sein darf. Die Digitalisierung in der frühen Bildung steht vergleichsweise noch ziemlich am Anfang, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis, wo keine so richtig einheitliche Entwicklung festgemacht werden kann. Das liegt vor allem an der Besonderheit der sehr heterogenen Trägerstruktur, die wir in Deutschland durch das föderale System haben und wodurch die Kitas das Thema Digitalisierung sehr unterschiedlich und auch sehr individuell umsetzen können in der Praxis. Im Prinzip gibt es aber zwei wichtige Punkte, die wir voneinander unterscheiden müssen. Zum einen die Digitalisierung als Arbeitsmittel und Arbeitserleichterung und zum anderen die Digitalisierung in der pädagogischen Praxis. Für beide Punkte spielen die Träger eine sehr wichtige Rolle, da sie quasi die Marschrichtung vorgeben, inwieweit Digitalisierung in der Kita umgesetzt werden kann, durch Konzeption, Schwerpunktlegung, vielleicht auch schon durch Vorgaben, die sie haben zum Einsatz bestimmter digitaler Tools, aber auch durch die Bereitstellung von Ressourcen, Personalplanung, Ausstattung und die Infrastruktur. Denn auch Unterschiede für die einzelnen Bundesländer, die Sie ausmachen konnten? Grundsätzlich gibt es dann noch die Bildungspläne der einzelnen Bundesländer. Schaut man hier aber einmal genauer hin, zeigt sich, dass auch hier das Thema Digitalisierung sehr unterschiedlich Anklang findet. Also manche Bundesländer nennen Medien als einen expliziten Bildungsbereich und räumen dem Punkt also auch einen gewissen Stellenwert ein. Andere Bundesländer fokussieren eher die Risiken durch digitale Medien. Und es gibt auch noch Bildungspläne, in denen das Thema bisher keinen Anklang findet. Wir sehen also, es ist nicht wirklich verwunderlich, dass die Praxis so unterschiedlich mit der Digitalisierung in den Kitas umgeht, wenn schon auf der Ebene der Bundesländer die Meinungen und die Richtungen so weit auseinandergehen. Denn schließlich orientieren sich ja Träger und Kitas stückweise auch an den Inhalten der Bildungspläne ihrer Länder. Und das war ja wahrscheinlich gar nicht so einfach, dann auch in der systematischen Literaturübersicht erstmal die Befunde zu sortieren. Also wie viele Studien wurden denn für den Bereich der frühen Bildung identifiziert und was kann man denn überhaupt zur aktuellen Studienlage berichten? Also wir hatten am Anfang sehr, sehr viele Treffer, haben aber im Endeffekt nur 10 Studien wirklich in das Dossier eingeschlossen. Davon sind 3 quantitative, 4 qualitative und 3 Mixed-Methods-Studien dabei. Durch diese sehr systematische Recherche, die wir da gemacht haben, ist deutlich geworden, dass die Digitalisierung in der frühen Bildung zwar ein sehr populäres Thema ist, es aber wenig Studien zu dem Thema gibt. Die Mehrheit der gefundenen Literatur beschäftigt sich eher theoretisch oder diskursiv mit dem Thema. Das haben wir dann als kontextbildende Literatur in das Dossier eingeschlossen. Dann gibt es noch zahlreiche Praxisbeispiele oder Anregungen aus praxisnahen Zeitschriften, was auch sehr gut ist, finde ich, um das Bewusstsein für die Notwendigkeit und die Chancen von Digitalisierung zu fördern und bewusst zu machen. Die Studien, die wir dann gefunden und auch einbezogen haben, setzen überwiegend Fragebogenerhebungen, qualitative Interviews, Gruppendiskussionen ein und auch Dokumentenanalysen, um die aktuelle Lage vor Ort in den Einrichtungen zu erheben. Und sie befragen auch überwiegend Leitungskräfte und die Mitarbeitenden. Oder aber sie nehmen die andere Seite in den Blick und befragen Eltern und Familien zum Umgang mit Digitalisierung. Dort sind dann oft auch ein paar Fragen über den Einsatz digitaler Medien in den Kitas eingearbeitet, wodurch dann vereinzelte Aussagen zu diesem Bereich auch getroffen werden können. Ja, es scheint ja trotzdem ein breites Spektrum dann auch zu sein, obwohl es wenige Studien sind.
Das auf jeden Fall. Und die Studien sind auch überwiegend explorativ, was, glaube ich, auch die Vielzahl erklärt. Und sie fokussieren auch oft nur ein bestimmtes Bundesland und versuchen dort die Nutzung und die Einstellung der Fachkräfte gegenüber digitalen Medien zu erheben und so eine Bestandsaufnahme für die Praxis zu entwickeln. Und Studien, die darüber hinausgehen und auch multivariate Berechnungen einsetzen, um die Zusammenhänge zu identifizieren, gibt es leider sehr wenige und haben wir kaum gefunden. Oder auch beispielsweise Evaluationen von Kompetenzmodellen, wie sie in den anderen Bildungssektoren auch schon zu finden sind, gab es bei uns jetzt nicht. Für uns ist das ein Zeichen, dass die Forschung zur Digitalisierung in der frühen Bildung den anderen Bildungsbereichen so ein bisschen hinterherhinkt und auch erst in den vergangenen Jahren wirklich an Bedeutung gewonnen hat. Konnte man dann trotzdem Schwerpunkte aus den Studien schon herauslesen oder war es eher immer so eine generelle Bestandsaufnahme, die man vorgenommen hat? Ja, also ganz eindeutig gab es da auch Schwerpunkte, und zwar die beiden Punkte Haltung und Kompetenz der pädagogischen Fachkräfte. Klar, das ist auch Thema des Dossiers und Thema des gesamten Bandes. Aber allein 8 von den 10 Studien, die wir einbezogen haben, beschäftigen sich mindestens mit einem dieser beiden Themen, wenn nicht sogar mit beiden gleichzeitig, weil Haltung und Kompetenz sind einfach auch sehr schwer voneinander zu trennen und auch sehr wichtig, glaube ich, in diesem Bereich. Hängen Haltung und Kompetenz denn genau zusammen? Können Sie das nochmal näher erläutern? Also wie gesagt, Haltung und Kompetenz hängen sehr eng miteinander zusammen und bedingen sich auch gegenseitig in der Praxis. Was die Haltung angeht, haben wir in den Studien ein zentrales Leitmotiv gefunden, würde ich mal sagen. Und zwar in der Praxis stehen sich ablehnende und befürwortende Haltungen gegenüber. Auf der einen Seite haben wir die SkeptikerInnen, die die Kita als eine Art Schonraum betrachten und die Kinder vor den negativen Einflüssen digitaler Medien beschützen wollen. Auf der anderen Seite haben wir dann diejenigen, die in der Digitalisierung Chancen sehen und den Kindern einen reflektierten, bewussten und auch kritischen Medienumgang beibringen wollen, da ja auch die Medienkompetenz in der Gesellschaft immer mehr als eine Art Schlüsselkompetenz angenommen wird. Die Kompetenz der Fachkräfte spielt hier insofern mit rein, als dass eine gewisse Medienkompetenz überhaupt erst dazu führt, dass sich Fachkräfte mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen. Auf welche Art und Weise und in welchem Maße dann Digitalisierung in der Praxis umgesetzt wird, hängt laut der Studien von einem sehr komplexen Bedingungsgefüge ab zwischen Haltung, Kompetenz, Rahmenbedingungen der Einrichtung und noch weiteren Faktoren, die in zukünftigen Forschungsarbeiten auch noch mit erhoben werden müssten. Das heißt also, bei dem pädagogischen Personal ist man eigentlich schon an richtigen Akteur oder der richtigen Akteurin, die eine Digitalisierung möglich macht. Aber kann man vielleicht auch sagen, wo die Digitalisierung die pädagogischen Fachkräfte in der frühen Bildung besonders trifft und wo sie vielleicht eine spezielle Rolle auch einnehmen? Also das pädagogische Personal ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, da gebe ich dir recht. Und was auch klar wird, es steht und fällt mit den pädagogischen Fachkräften. Die Rahmenbedingungen können noch so gut sein. Wenn das Team und die Überzeugung im Team nicht stimmt, dann wird es in der Praxis auch nicht umgesetzt. Also für eine gelingende Digitalisierung in den Kitas müssen die Fachkräfte und die ErzieherInnen einfach mit ins Boot geholt werden. Und es müssen auch zu Beginn erstmal ein paar Dinge festgesteckt werden. Was bedeutet Digitalisierung überhaupt für die Kita? Was verstehen wir unter digitalen Medien? Was verstehen wir unter Medienkompetenz? Wie können wir Medienkompetenz ausbilden? Das sind alles Fragen, auf die stoßen auch die Studien und finden auch zum Teil in der Praxis sehr unterschiedliche Antworten auf diese Fragen, weswegen wir auch zu Beginn vielleicht auch erstmal einheitliche Definitionen von diesen Fragen benötigen würden. Und welche Befunde konnten für die negativen Haltungen ausgemacht werden? Die negativen Haltungen, die in den Studien erwähnt werden, entstehen auch oft aus einer Verunsicherung der Beteiligten und daraus, dass mit dem Medieneinsatz in den Kitas eher der reine Medienkonsum assoziiert wird. Und das ist nicht so wirklich mit dem traditionellen Berufsbild, was ErzieherInnen haben, vereinbar. Ich glaube, das große Problem ist, und das zeigen auch die Studien, dass Digitalisierung, Medieneinsatz und die Vermittlung von Medienkompetenz oft als Konkurrenz zu den anderen Bildungsbereichen angesehen werden. Und auch da die Sorge mitspielt, dass andere Erfahrungen, wie zum Beispiel in der Natur, haptische Erfahrungen, die Sprachförderung zu kurz geraten, wenn sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt wird.
Und wo bzw. von wem könnten Erzieher und Erzieherinnen dann Unterstützung erhalten? Hier würde ich sagen, sind vor allem Leitungskräfte und TrägervertreterInnen, wie beispielsweise Fachberatungen, gefragt, Überzeugungs- und Motivationsarbeit vor Ort zu leisten und auch die verschiedenen bildungsbegleitenden Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sprachförderung und Projekte in den Kitas durch digitale Medien unterstützt werden können und nicht ersetzt werden. Und ich glaube, es muss auch einfach ein Verständnis dafür geschaffen werden, dass digitale Medien nicht in Konkurrenz zu den klassischen Aufgaben einer Kindertageseinrichtung stehen müssen. Ja, das sind ja schon wirklich interessante Befunde, die Aufschluss geben, welche Rolle den Erzieher und Erzieherinnen zukommt. Aber gibt es denn vielleicht auch schon konkrete Maßnahmen, die man einleiten könnte, um das pädagogische Personal besser zu unterstützen? Ja, ganz klar. Fortbildung, Schulung, Qualifizierung sind, glaube ich, die drei Kernaspekte oder ist der Kernaspekt. Was aus den Studien besonders deutlich wird, ist die zentrale Bedeutung von Fortbildung und die stärkere Verankerung von medienpädagogischen Inhalten in der Ausbildung der Fachkräfte. Auch hier konnten die Studien, die wir einbezogen haben, Zusammenhänge ausmachen. Und zwar zeigt sich, dass Fachkräfte, die bereits im Rahmen ihrer Ausbildung mit medienpädagogischen Inhalten und Themen in Berührung gekommen sind, in Zukunft auch stärker Fortbildungen zu diesem Thema wahrnehmen und in Anspruch nehmen. Es findet also hier eine gewisse Sensibilisierung für das Thema von Anfang an statt. Ein anderer bewährter Weg, um mehr Unterstützung zu leisten, sind Modellprojekte in den Einrichtungen, die auch eine Art Fortbildungscharakter gleichzeitig aufweisen. In der Kita werden dann Medienprojekte angeleitet durch Mediencoaches durchgeführt. Je nach Projekt wird die Technik bereitgestellt, auch dauerhaft. Und durch die positiven Erfahrungen, die dabei gemacht werden, steigert sich zum einen die Medienkompetenz der Fachkräfte und es kommt zum anderen auch zu einer positiven Haltungsveränderung. Und das sind Dinge, die auch gut in der Praxis umgesetzt werden können und gleichzeitig mehrere Aspekte beeinflussen. Also solche Fortbildungen und Modellprojekte sind sehr hilfreich, müssen allerdings im Idealfall auch von den Trägern dann unterstützt und angestoßen werden. Kann man jetzt sagen, dass es wirklich Bereiche gibt, die auch noch weiter beforscht werden? Also Sie hatten ja schon gesagt, also die Modellbildung wäre vielleicht was, was wenig in den Studien vorhanden ist. Gibt es da Bereiche, die Sie ausmachen können? Ja, auf jeden Fall. Also im Allgemeinen würde ich sagen, es müsste mehr geforscht werden und breiter geforscht werden, größer. Aber ich glaube, das würde jeder Forscher, jede Forscherin sagen. Wir brauchen aber mehr bundeslandübergreifende Forschung, im Idealfall auch multivariate Analysen und wir brauchen Forschungen, die über diese reinen Bestandsaufnahmen, die wir bisher haben, hinausgehen. Im Vergleich zu den anderen Bildungsbereichen muss in der frühen Bildung einfach noch einiges aufgeholt werden, um auch belastbare Aussagen über die Umsetzung und die Zusammenhänge in der Praxis treffen zu können. Es gibt mittlerweile Projekte und auch in diesem Metavorhaben, die sich zum Beispiel mit der Entwicklung von solchen Kompetenzmodellen abgestimmt auf die frühe Bildung beschäftigen. Und das ist, finde ich, ein guter und wichtiger Schritt, um solche Modelle in Zukunft auch evaluieren zu können. Und später auch schlussfolgern zu können. Also welche Kompetenzen benötigen die Fachkräfte? Wie setzen sich diese Kompetenzen zusammen? Wie kann die Umsetzung von Digitalisierung in der Praxis weiter gefördert werden? Und abschließend würde ich vielleicht sagen, wir sind gerade erst dabei oder vielleicht auch in den finalen Zügen, einen Grundstein für weitere Forschung zu schaffen, auf die dann in Zukunft aufgebaut werden kann. Und ich hoffe einfach, dass das Thema weiter in das Bewusstsein von Forschung und Gesellschaft rückt und dort auch mehr Projekte gefördert werden. Ja, dann hoffen wir auf zahlreiche weitere Forschungen, die auch Praxis- und Modellbildung in den nächsten Jahren in den Blick nehmen und dann die Digitalisierung und vor allem auch den Kompetenzerwerb der Fachkräfte in der frühen Bildung vorantreiben. Dann sage ich vielen Dank, liebe Iris Nieding, für das Interview und an alle Zuhörer und Zuhörerinnen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.